hätte Versuch 2 bei Instagram was hochzuladen. Ich habe gerade eine lange Story gemacht, aber es wurde leider nicht hochgeladen. Hört mal das Lied an. Sehr deeper Text von Luis Held, also richtig gut als Mann sowas zu singen. Ihr müsst euch das unbedingt mal anhören, das Lied von ihm, Mama. Richtig guter Text. Gleich kommt der, worauf vor, ihr müsst ihn euch anhören. Ich finde ihn richtig gut, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, hat mich schon ein bisschen emotional ergriffen, der Text. Ja, also der Text ist so hammer, ihr müsst euch das echt mal bei YouTube anhören. Ich habe es bei Dixter Pop entdeckt. Richtig guter Text. Ich wollte nur sagen, ich war nicht bei meiner Schwester, bei meiner Mom, bei meiner Nichte und bei meinem Neffen, weil ich nach der Arbeit wieder so müde war. Ich musste unbedingt was essen. Ich war total müde. Nach dem Essen, vollgefressen, lag ich dann auf dem Sofa, beziehungsweise habe mich eben hingechillt. Und dann habe ich gelten und ja, wollte ich einfach nur sagen. Ihr wisst ja, real und so. Deswegen. Ja, ich wollte euch das jetzt einfach nur gesagt haben und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, Luis Held, Mama, dieses Lied eben. Aber ich finde den Pulli ja so toll, ne? Den habe ich ja von Frankfurt. Ich liebe diesen Pulli, den habe ich heute zur Arbeit angehabt. Glitzer, Blitzer ohne Ende. Insta schmeißt mich schon wieder raus. Ich hoffe, die Story lädt hoch. So, ihr Lieben, ja, was wollte ich noch sagen? Ich rede zu so leise, weil mein Vater schon schläft. Er ist schon schlafen gegangen und mein Opa schläft auch schon. Deswegen flüstere ich so. Ich hoffe, ihr versteht mich. Vincent Weiss hat ein neues Lied, kaum erwarten. So geil, kann ich nur empfehlen. Ich liebe seine Lieder. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Filter, weil ihr wisst ja, ich liebe Glitzer. Ja, was ich euch sagen wollte, ich bin doch immer so müde und ich habe jetzt eine Idee. Also, ich habe eine Idee, ich habe eine Empfehlung bekommen, die ich 4 Monate lang testen werde. Die werde ich auch mit meinem eigenen Geld bezahlen. Ich bin sehr gespannt, ob es was bringt. Ich habe nämlich eine Empfehlung von einer Arbeitskollegin bekommen und ich bin wirklich sehr gespannt, ob meine Müdigkeit besser wird, ob meine Haare besser werden, meine Haut. Also es soll wirklich alles besser werden. Gut, so Probleme mit meinen Haaren habe ich jetzt nicht, aber ich meine, jede Frau kennt es, ja, Haarausfall. Am Tag verliert man ja 100 Haare oder was. Gerade wenn man Schilddrüsenunterfunktion hat, ich kann darüber reden, kein Problem. Da ist es ja auch nochmal ein bisschen anders. Auf jeden Fall will ich halt da was ausprobieren, das täglich benutzen, nutzen, nehmen und dann, wenn ich ein Resultat habe und darüber sprechen darf, ich darf nicht sagen, von welcher Firma ich die Produkte benutze, erst wenn ich da so eine Lizenz dafür habe. Aber ich kann euch schon mal sagen, ich werde was ausprobieren und dann werde ich euch von meinen Erfahrungen berichten, wenn ich die Lizenz dafür habe, auch die Firma zu nennen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das wird in nächster Zeit dann, werde ich darüber eben sprechen, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich bin selber sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf, diese Produkte zu testen. Beziehungsweise ist es ja für mich ein Selbstversuch. Und ich hoffe, dass es was bringt, dass sich das lohnt, die Investition. Aber ich bin da guter Dinge. Ich denke da ganz positiv. Und ich hoffe, dass dann wirklich meine Müdigkeit komplett verschwindet und ich fitter und vitaler werde. Und ja, ich bin wirklich heute sehr gespannt. Wollte ich euch noch sagen und ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend. Schlaf gut, träumt schön. Die meisten schlafen wahrscheinlich von euch schon. Ich werde jetzt auch gleich schlafen legen, aber ihr wisst ja, Internetsuchti und so, handysüchtig. Ein bisschen süchtig bin ich, aber ich brauche jetzt nicht ständig mein Handy um mich rum. Aber war schon krass, war da am Handy und wollte nicht schlafen. Aber jetzt habe ich ja genug geschlafen, jetzt bin ich fit und jetzt mal gucken, ob ich noch schlafe. Also ich gehe schon schlafen. Gute Nacht, ciao.